Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Zuerst einmal möchte ich euch allen einen schönen zweiten Advent wünschen und danach entschuldige ich mich direkt bei euch dafür, dass ich euch im letzten Video wieder versprochen habe, es ist was in der Pipeline und das kommt bestimmt jetzt bald. Naja, gut, das mit dem bald und meine Zeitangaben kennt ihr ja inzwischen. Es tut mir trotzdem leid, also es war wirklich alles ganz anders geplant, aber es kamen viel zu viele private Dinge einfach dazwischen, dass ich das einfach nicht vereinbaren ließ und da stand der Videoschnitt leider hinten an. Die Videos sind abgedreht worden im... Boah. Lasst mich nicht lügen. Angefangen habe ich das Projekt im November 2017. Im Juni war es fertig. Ja, da waren auch schon viele Pausen drin. Ja, und den Schnitt habe ich letzten Endes dann jetzt mal endlich im Dezember geschafft. Ich hoffe aber, es kommt jetzt langsam doch wirklich mal wieder ein bisschen Routine rein. Aber ich verspreche nichts mehr. Nein, aber wie ihr seht, ich sitze jetzt hier in meinem neuen Hobbyraum, hier meine ganzen Modelle. Ja, hinter euch, hinter der Kamera ist jetzt meine Lötstation, also mein ganzer Arbeitsplatz für die ganzen technischen Dinge. Hier zu meiner Linken seht ihr schon, hier habe ich 4,5 Meter so Plastikteile. Hier ist auch schon ein kleiner Controller wieder vorbereitet, also das wird das übernächste Video. So viel nur mal vorab. Also ich bin zumindest noch nicht aus YouTube verschollen, sondern der Kanal wird weiterhin bestehen und ich werde ja auch irgendwie weitermachen. Mein Plan ist es, das Ganze auch wirklich wieder in einem regelmäßigen Rhythmus hinzukriegen. Inwieweit das klappt, ich möchte nichts versprechen. Von daher, es kann auch sein, dass es wirklich weiterhin erstmal so sporadisch bleibt. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass auch selbst dieses Treppenprojekt immer noch so gefragt wird und dass mich da immer noch wöchentlich E-Mails zu erreichen, hör mal, kannst du mir mal helfen und ich wollte jetzt die Treppe umsetzen und und. Also das ist immer noch das Projekt scheinbar, was bei euch mit am besten ankommt. Nichtsdestotrotz, die Aussteuerung soll auch nicht ganz untergehen. Vielleicht noch da eben ein paar Worte zur V2, bevor ich endlich mal zum Thema vom eigentlichen Video komme. An der V2 habe ich ehrlich gesagt bisher gar nichts mehr gemacht. Für Programmierung brauche ich einfach kontinuierlich mal ein bisschen Zeit am Stück. Und von daher habe ich gesagt, das mache ich nicht irgendwo zwischen Tür und Angel, weil gerade so eine neue Version, neue, komplett neue Basis, das ja jetzt auch alles auf Java aufbauen soll, die V2, das muss in Ruhe passieren. Ich kann nichts dazu sagen, wie es da jetzt konkret weitergeht, aber nichtsdestotrotz scheint ja selbst meine V1 bei doch einigen Bastlern immer noch sehr aktiv genutzt zu werden. Der Finn zum Beispiel ist jetzt gerade dabei und versucht das MQTT-Protokoll zu integrieren, was ich eine sehr spannende Geschichte finde. Also sobald da was Neues kommt, werdet ihr natürlich auch sofort informiert. Also ich finde es immer noch faszinierend, dass da an so einem ja eigentlichen Spaßprojekt, was ich einfach nur mal für mich hier so anfangs aufgezogen habe und es einfach mal ins Netz gestellt habe, was eher für mich als Backup ursprünglich gedacht war und dass sich da jetzt doch so eine Schar Menschen drum gesammelt hat. Ich finde es einfach super und von daher, es freut mich, wenn da auch andere Leute dran mitarbeiten und das Ganze mit voranbringen möchten. Für mich alleine die ganze Entwicklung, die ganze Löterei, dann das alles zu dokumentieren, die Webseite und naja, ich gehe halt auch noch einem Vollzeitjob nach. Das heißt, das passiert alles irgendwo nebenbei in meiner Freizeit. Aber es macht ja auch Spaß und gerade weil ich den Zuspruch von euch bekomme, macht es umso mehr Spaß und ich werde das Ganze, wie gesagt, jetzt demnächst auch wieder angehen. Ja, aber kommen wir jetzt mal endlich zum eigentlichen Inhalt des Videos. Ich habe, wie eben schon erwähnt, Ende letzten Jahres schon angefangen damit, eine Arcade Game Station zu bauen, also so einen Spielautomaten, ne, mit den Retro-Games, wie sie früher so in den Kneipen standen, wo man sich dann halt gegeneinander mit Street Fighter oder mit irgendwelchen anderen Games da betteln kann und wollte damit hier unseren Partyraum ein bisschen pimpen. Bei dem Projekt habe ich auch große Unterstützung beim Gehäusebau vom Julian von Freiluft HD bekommen. Der Kanal ist unten in der Beschreibung natürlich verlinkt. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Da findet ihr auch sehr interessante Projekte, die auf jeden Fall mal einen Blick wert sind. Sehr lustige Truppe. In dieses Gehäuse habe ich einen Raspberry Pi gepackt, auf dem ein RetroPie-Image installiert war. Das entsprechend konfiguriert mit den entsprechenden Arcade-Joysticks. Angefangen haben wir mit einem, ich glaube, 19-Zoll-Monitor. Wie ihr gleich im Video seht, das war aber ein ziemlicher Reinfall. Den haben wir direkt nochmal ausgetauscht gegen einen größeren. Ich glaube, jetzt ist ein 23er oder sowas drin. Und damit das Video jetzt nicht allzu lang wird, habe ich mich dazu entschieden, das Video in zwei Teile aufzuteilen. Und zwar ist jetzt der erste Teil erstmal quasi so ein
Walkthrough, wo ihr einfach erstmal gucken könnt, wie ist das ganze Projekt überhaupt so in der ganzen Zeit abgelaufen. Ja, und im zweiten Video zu dem Thema Arcade Station werde ich euch dann genau im Detail erklären, wie müsst ihr die ganze Elektronik aufbauen, wie ist das BI-Image zu installieren und einzurichten. Also das Installieren ist ja eigentlich nur Flashen, aber die Einrichtung, da werde ich dann nochmal in einem zweiten Video drauf eingehen. Das heißt, es werden jetzt zwei kurze Videos oder verhältnismäßig kurz, aber zumindest mal keine halbe Stunde werden. So kann auch jeder entscheiden, ob er sich lieber nur den technischen Teil angucken möchte, weil er sagt, komm, Gehäuse interessiert mich einfach nicht. So habt ihr die freie Wahl. Ich kann jetzt schon mal euch zum zweiten Advent dieses Video spendieren. Und ja, ich schau mal, ich denke, zum dritten Advent sollte dann die Anleitung auch fertig sein. Ich wollte nichts versprechen. Naja, ich gebe mein Bestes. Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug geredet und von daher würde ich sagen, ich zeige euch jetzt einfach erstmal den Aufbau, Film ab. Da hast du den in so Kopf. Ja, super. Oh, ne? Wie? Von welchem Format reden wir? Für auf dem Tisch? Nee. Nur Standalone. Standalone wäre vielleicht da gewesen. Das wäre ja schon so hochgekommen, ne? Also ich würde auch sagen, so Arme, rechter Winkel. Hier in den Weg. Also ich würde glauben, ja, wobei ein bisschen. Also Lichtschalter machst du auf 1,10 Meter. Ja, und jetzt müsstest du mir helfen. Ja, dann nehmen wir auch 1,10 Meter als Orientierung. So. Das ist hoch. Ja gut, dann gehen wir auf den Weg. Ihr meint, das wäre krass, oder was? Ich hab schon so viele Monster in meinem Leben gekillt. Da kommen jetzt noch ein paar drauf. Schluss mit der Kinderkacke, Link ist down, fick die Hater. Ja genau, ich heiß nicht Zelda, you wanna be gamer. Gegen den Held von Hyrule habt ihr alle verloren. Ohne mich hätte ich mein Grip auf Games alle nicht gesehen. Ihr seid mir krass unterlegen, ihr kriegt mein Schwert zu spüren. Ich spiel mit 100 Punkten und damit töpfen nach dir. Ich war schon Boss der Konsole, da war ein Computer noch so fett. Ich bin als Erster gekommen, als wär ich scheiße im Bett. Das Band ist gelaufen, das ist alles zu viel. Ihr seid nicht nie auf Platz, ich kann nicht gehen. Wer ist der Boss? Und wer macht nur lame shit? Jetzt entscheidet ihr, wer das beste Game ist. Dann sag ich was. Ich weiß es nicht. Aber du kannst ja auch hier noch ein bisschen anstrengen. Hm. Das ist einfach nur, dass du wirklich freien Blick auf den Monitor hast. Das hier anstrengend, ja. Ja, das ist okay. Alles okay, ne? Also zweite Platte ran. Moment mal, wie sieht das hier überhaupt aus? Dann nimm den Architekt, kann gar nichts und schon zweimal nicht bauen. Damit könnt ihr leben, ja, ohne Designer zu kaufen. Und das mit sahniger Grafik statt so einer Pixelhaufen. Man muss hier nicht mit dem Sims spielen, ach, jeder kann das. Wenn dein Leben scheiße spielt, halt das ist das auch so. Bandschleifer dran gleich. Ja. Ist doch Robinson. Das sieht so aus. Wenn wir jetzt eine für die Rückbank machen. Ich glaube, das ist ein 60er Plan. Ja, also mit 60 müssten wir ja dicke hinkommen. Oder? Ja. Also doch, geht schon. Wir können den Feder dran lassen und die quer dran machen, sobald wir das wollen. Willst du jetzt zwei Player machen oder ein Player? Du brauchst ja schon ein bisschen Platz, wenn du nebeneinander stehst. Boah, da könnte ganz knapp hinkommen. Ich will den 86. Ja, komm mal, da müssen wir doch was für machen. Die Kiste nämlich 80 frei. Das ist halt jetzt die Frage, wie wir jetzt weiter das Ganze zusammenbauen. Ne? Wenn das die Rückwand ist, würde ich die Seitenwände auf Stoßi draufsetzen. Mhm. Das heißt, wir können hier auf die Kante Leisten aufsetzen.
ist schon ein Trümmerkollege. Ja, hier kann man zu zweit lässig zocken, ja, das ist er nicht. Unterwegs und so was, das mir gut tut. Schnell fahr ich heim und starte sofort YouTube. Aber Digga, wie viel Fake Pranks es gibt. Neuerdings verarscht man also Kids nur für mehr Klicks. Klick geil, runde Schrei, auf dem Thumbnail roter Pfeil. Wofür war nochmal YouTube da? Wofür gab's es nochmal? Es sind nur die großen Zahlen, die sie jagen. Einzige. Also, ich glaube. Ja, da wird ein Salzbier werden. Das ist nicht wirklich mitkriegt. Da willst du investieren müssen. Ja, für den Anfang reicht das, die Blende kann man hinterher größer schneiden. Der Boden ist Lava, der Boden ist Wap-Wap, da-da-di-da-da-da. Spring mal aufs Lava, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist Wap-Wap, da-da-di-da-da-da. Aber das ist YouTube, es ist halt how it is. Es gibt auch viele geile Sachen, guck halt was du willst. Wenn ein Video scheiße ist, ja dann geh wieder. Beschweren kann ich mich normalerweise weniger. Auf YouTube kommen meist nur schlechte Sachen. Doch gemeinsam können wir das besser machen. Es sind nur die großen Zahlen, die sie jagen. Aber ich hab da mal ne Frage. Was bringt die Klicks, wenn dich keiner respektiert und du nur deine Fans verarscht? Was bringt dir Likes, wenn du trotzdem keine Leidenschaft mit diesen Menschen teilst? Spring mal aufs Lava, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist Wap-Wap, da-da-di-da-da-da. Spring mal aufs Lava, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist Wap-Wap, da-da-di-da-da-da. Der Boden ist Lava und ich spring auf mein Lama. Komm ich bitte ins Lied und das Fuhn übernimmt den Beat. Zu viele laufen den Trends hinterher, doch ne gute Community, die zählt viel mehr. Clickbait, Fake Pranks, ist alles nur für Klicks. Du kannst Millionen haben, aber ohne Herz bist du nichts. Fett verarscht. Was bringt dir Likes, wenn du trotzdem keine Leidenschaft mit diesen Menschen teilst? Spring mal aufs Lama, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist Wap-Wap, da-da-di-da-da-da. Spring mal aufs Lama, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist Wap-Wap, da-da-di-da-da-da. Ja, das war das Video zum Aufbau der Arcade Station. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn euch die Themen rund um Arduino, Raspberry Pi, Haussteuerung und solche technischen Basteleien interessieren. Wie gesagt, ich werde mich bemühen, demnächst auch wieder ein bisschen mehr Content zu liefern. Das nächste Video mit der technischen Anleitung, wie ist das Ganze jetzt konkret umzusetzen, kommt auf jeden Fall auch. Die Anleitung dazu ist eigentlich auch soweit schon fertig geschrieben. Die werde ich aber dann online stellen, wenn auch das Video dazu released wird. Und ansonsten bleibt mir jetzt gar nicht mal mehr so viel zu sagen. Aber doch vielleicht noch ein kleiner Hinweis zur Hintergrundmusik. Die ist von Rezo, der YouTube-Musiker mit dem blauen Haaren. Wer kennt ihn nicht? Wer ihn nicht kennt, der sollte jetzt mal ganz schnell unten in die Beschreibung gehen und mal durchklicken. Die Lieder als auch sein Kanal sind natürlich unten verlinkt. Finde ich eine ganz große Nummer, dass bei der Arbeit, die er da reinsteckt, er trotzdem die Lieder, die er auf YouTube hochlädt und so zur Verfügung stellt, mit der einzigen Auflage, seine Videos zu verlinken, die man verwendet. Ja, ganz großes Kino. Und ja, ich finde den Kanal einfach super unterhaltsam. Von daher, werft mal einen Blick rein, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ich finde, da kann man nichts verkehrt machen. Vor allem der erste Song, der passte einfach so super da rein. Von daher habe ich gedacht, nutze ich das Ganze jetzt einfach mal. Und damit die Musik dann im Hintergrund auch so ein bisschen gleich bleibt, bin ich auch bei Rezo geblieben für den Hintergrund. Ich hoffe, es hat euch auch so ein bisschen gefallen. Ja, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, aktiviert natürlich auch die Glocke. Wenn ihr Fragen zu dem Projekt habt oder wenn ihr sonstige Fragen zu irgendwelchen meiner Basteleien habt, haut es mir gerne in den Kommentaren um die Ohren oder schickt einfach eine Mail an support@smarthomeyourself.de. Ich werde mich jetzt an das Video für die Anleitung geben, damit ich auch pünktlich zum dritten Advent damit wenigstens fertig bin. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und sage einfach mal ciao, bis zum nächsten Video.